Im heutigen Video gibt es mal eine neue Runde PC-Alltag. Diese wunderschöne RX470 meinte, sie müsste während dem Stresstest Artefakte machen. Das ist nicht so schön. Und dann gab es diese Asus Strix 470 mit 8 GB. Und die gilt es jetzt zu testen. Da vorne mal den Einschalter. Das Netzteil vielleicht noch einschalten. Oh Mann, startet ja alles schon mal ganz gut. Gibt es ein Bild? Vielleicht auch nicht, weil mein KVM-Switch ein bisschen am Rumzicken ist. Der hat nämlich nicht mehr so viel Bock, ein Bild zu machen, habe ich das Gefühl. Weil ich habe auch noch eine andere Grafikkarte getestet, die macht auch kein Bild. Und das kann ja nicht sein, dass die beide kaputt sind. Das muss ja am Switch liegen. Ja gut, ich bastel mal etwas. So, am KVM-Switch hatte sich einfach nur ein kleines Kabel gelöst und deshalb kam kein Bild. Jetzt kommt eins, ich habe mir schon gedacht, kann ja nicht sein, dass die beiden Grafikkarten hier kaputt sind. Das macht ja keinen Sinn. Und die hier gibt zumindest schon mal ein Bild aus. Kommt auch von einem gewerblichen Händler, was heißt ein Jahr gesetzliche Gewährleistung auf das Ding hier. Machen wir jetzt nochmal den Treibertest. Treiber dürfte derselbe sein. Ich brauche noch die Software für die RGB-Beleuchtung hier, weil die kann man ja einstellen. Sauber machen müssen wir sie noch. Und dann ist dieser PC auch ready to go. Den kennt ihr ja eigentlich schon aus dem letzten Alltagsvideo. Weiter geht's mit diesem Rechner hier. Den kennt ihr auch schon. Hier ist eine 1050 Ti drin, die, so wie es aussieht, auch ein Bild macht. Und danach sehen wir uns mit etwas Spannendem wieder. So, der PC mit der 1050 Ti lädt gerade die Treiber runter. Und jetzt kommt was Spannendes. Diesen Computer, den habe ich für roundabout 64 Euro gekauft. Und der ist gestern bei mir angekommen. Soweit, so gut. Das Gehäuse war noch nicht so, als es angekommen war. Es ist aber, das hat es hinter sich. Zumal hier im Innenraum jemand rumgeschnippelt hat. Was heißt, hier ist normalerweise noch so eine Wand, sag ich mal. So wie hier ungefähr, wo man 3,5 Zoll Festplatten reinschrauben kann. Und hier hat auch jemand was rausgeschnitten. Ich kann mal gerade Licht anmachen. So, hier wurde auch was rausgeschnitten, was ich nicht so schön finde, weil dieser PC war in einem Bildschirmkarton verpackt. Was heißt, so rundherum hatte der Polsterung, aber an der Seite hatte er keine. Und innen drin war Zeitung reingestopft, drumherum auch. Ich mache den PC ja so auf, das Seitenteil ist schon direkt abgefallen, die Grafikkarte ist mir entgegengekommen, die Front war schon ab, war die Zeitung drin. Ich nehme also die Zeitung, ziehe die raus, will die hier unten rausziehen und schneide mir einmal richtig schön den Finger hier dran auf. Es sieht nicht spektakulär aus, es hat aber spektakulär geblutet. Ja, das hier oben drauf sind Blutspritzer, weil mir hat es ein bisschen gereicht. Ich habe dem PC dann einen freundlichen Klaps darauf hingegeben und jetzt sind wir hier. Ja gut. Asus, ja komm, ich bin schon wieder durch, ich laber schon wieder Müll. ASRock 79 Extreme 4 AM3 Plus Plattform. Mit etwas Glück haben wir einen FX 8350 oder sowas drin. Eine CPU, die noch halbwegs in Ordnung ist, aber halt auch nicht mehr so wirklich. Müssen wir mal gucken. Dieser kleine Schieber von dem oberen PCI-Slot, der ist tatsächlich da vorne. Kommt man da noch in irgendeiner Form dran? Ja, den kriegt man vielleicht sogar wieder hier ans Mainboard, aber können wir später mal schauen. Genau, das Netzteil war auch wichtig für mich. Be Quiet Straight Power E10 500 Watt mit 2x8 Pin. Ich habe nämlich kaum noch solche Netzteile mehr, deshalb nehmen wir das. Schön Be Quiet Tower Kühler. Arbeitsspeicher sieht mir nach Ballistics von Crucial aus. Ein CD-Laufwerk, dem es nicht mehr so ganz so gut geht. Und eine HDD von Western Digital, die 500 GB groß ist. 64 Euro, hättet ihr das bezahlt? GPU, was sagt die? Wird eine 7870 sein oder sowas? Ach nee, R9, 280, 3 GB. Immerhin 3 GB. Okay, für den Kurs eigentlich in Ordnung. Ich würde sagen, ich mache die Grafikkarte wieder in den Slot. Wir schauen, ob die funktioniert
und ob überhaupt der ganze PC funktioniert und was da drin ist. Viel Spaß, bis gleich. Ihr seid live dabei. Das hier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Haben wir hier noch einen Anschalter. PC geht an. KVM wird umgeschaltet. Und kriegen wir ein Bild. Hey, wir kriegen ein Bild. Ist im Betriebssystem drauf? Wenn ja, wird es langsam hochfahren, weil das ist eine kleine Festplatte, die hat nur 5400 RPM. Dementsprechend noch langsamer als eine normale 3,5 Zoll HDD. Die wird normalerweise nur in Notebooks verbaut. Aber naja. Hier fährt zumindest schon mal irgendwas hoch und wenn das alles läuft, kann ich dem Typen auf Kleinanzeigen auch das Geld freigeben. Ich hätte den gestern am liebsten nochmal angeschrieben dafür, für die Kacke hier, aber naja, bringt ja nichts. Der hat sich da wahrscheinlich nichts Besonderes bei gedacht und ich habe ohne zu gucken einfach in den Rechner reingegriffen. Also mehr oder weniger selbst schuld. Der wird noch einen Moment brauchen, da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber was mir auffällt, wir haben hier nicht mehr die Original-Shakun-Lüfter drin. Die haben wahrscheinlich zwischendrin schon einen Lagerschaden bekommen und waren die ganze Zeit am Rumrattern. Da unten haben wir auch einen. Warum auch immer das hier rausgeschnitten wurde, ich habe absolut keine Ahnung. Ja, die zwei Lüfter, da fährt das Ding hoch. Guck mal, haben wir die Zeit auch wieder mehr oder weniger sinnvoll überbrückt. Na komm. Kannst du dich denn anmelden in irgendeiner Form? Ich vermute mal, dass hier noch eine SSD drin war, die da rausgezogen hat. Admin. Gibt es ein Kennwort für ein Admin? Ja. Nein. Gibt kein. Doch, gibt ein Kennwort. Gib mir mal eine Sekunde. Hier haben wir das wunderschöne CD-Notwin, was man vom USB-Stick booten kann. Wir haben hier diverse Benutzer, Karin und Rolf und Admin, dabei Karin und Rolf wahrscheinlich ein paar Daten drin sein werden oder eine Desktop-Belegung, die nicht im Video erkennbar sein sollte, nehme ich mal den Admin. Den wählt man einfach aus, sagt hier unten Reset Unlock. Ja, wollen wir. Jetzt rüttelt er da unten ein bisschen, wie man an der grünen Leiste erkennen kann. Und dann kommt Password Reset Successfully. Jetzt sind wir wieder beim Anmeldebildschirm wie eben und siehe da, man kann sich mit dem Benutzeradmin anmelden. Hier haben wir CC Cleaner drauf, den würde ich als erstes runterschmeißen und ein Office-Paket. Na, ist das denn noch eingerichtet oder ist das einfach nur 365, wo sich keiner anmeldet hat. Also ist das jetzt ein 16er, 19er, 21er oder sowas? Sehen wir gleich. Ist nur ein Office 365, was heißt, das kann ich leider nicht weiterverwenden, weil das mit einem Microsoft-Account verknüpft ist. Halt, stopp. Ich erspare euch jetzt mal, dass ihr durchklicken, weil das Ding echt langsam ist. Wir haben ein FX 6300, 8 GB RAM und halt die R9380 zusammen mit einer 500 GB HDD. Naja, also über ein FX 8000 irgendwas hätte ich mich mehr gefreut, aber man steckt ja nicht drin. Ne? Ist hier im Laufwerk noch irgendwas Spannendes drin? Nö. Ja, so macht man kein Laufwerk zu, aber ich schmeiß das Ding eh weg, also. Oh Mann, ich hoffe wirklich für die Vorbesitzer, dass die noch eine SSD hier drin hatten und nicht nur die eine HDD, weil das ist echt grenzwertig. So, R9280, 200 Series heißt sie ja immer dann, aber ne, die Grafikkarte kann ich noch verwenden, den Rest muss ich mir noch überlegen. Lüfter kann ich verwenden, Netzteil definitiv noch, die auch noch als Platte zusätzlich zu einer SSD. Aber ne, dann haben wir das doch auch erstmal. Ich zerlege den ganzen Spaß jetzt mal. Und so sieht der ganze Spaß aus, nachdem ich den Rechner mal auseinandergebaut habe. Hier sind noch zwei Lüfter von Enermax, also lag ich mit meiner Vermutung richtig, dass die nicht aus dem Gehäuse hier kommen. R9280 und hier das Mainboard mit den 8 GB RAM.
dem FX 6300 und dem großen Kühler. Zusammen mit 500 GB HDD, bisschen Kabeln und die Seitenscheibe habe ich aufgehoben, weil die verhältnismäßig wenig Kratzer hat. Im Vergleich zum Rest des Gehäuses ist die mal ganz gut ausnahmsweise. Deshalb, die kriege ich relativ oft rein, diese Dinger. Und wenn dann irgendwann mal eine verkratzte Seitenscheibe dabei ist, kann ich die einfach gegen diese tauschen. Das Ganze funktioniert dann so. Hier ist jetzt ein Loch drin. Und hier sind diese Teile, diese Verschlüsse. Die kann man... Hallo, möchtest du fokussieren einmal bitte? So, die kann man nämlich so umknicken. Und dann hält die Scheibe da drin. Die hat so Löcher, wo man die durchstecken kann. Und so hält das. Aber das Gehäuse, das ist durch. Da habe ich hier wieder das ein bisschen rausgekloppt, damit man an das Mainboard kommt, an die ganzen Schrauben. Und dann würde ich sagen, passt das doch. Ich räume das hier mal vom Tisch und dann geht's mit was anderem weiter. So, weiter geht's mit Notebooks. Die wurden ausgemustert. Die habe ich alle ohne Datenträger und teilweise mit Netzteil bekommen. Hier haben wir einmal einen HP, schon ein bisschen älter, mit einem i5 vierte Gen. Hier habe ich schon wieder einen Datenträger eingebaut und mal Windows 11 installiert. Fahren wir den ganzen Eimer mal hoch. Das geht tatsächlich relativ schnell. i5, vierte Gen, Akku ist noch halbwegs gut. Ohne Netzteil. Aber da dürfte ich hier noch ein passendes haben. Plan ist, dass das Ding mein Werkstatt-Notebook wird hier. Weil ich habe ja im Moment dieses tolle Toshiba-Gerät hier. Aber das hat den netten Nebeneffekt, dass es mitten im Betrieb einfach mal klack ausgeht. Es hat auch nur 4 GB RAM und ein Pentium. Das heißt, da macht das mit dem hier schon etwas mehr Spaß. Windows 11 ist zwar nicht offiziell zugelassen, aber funktioniert hier drauf. HP 350 G2, also schon etwas älter das Gerät. Wenn wir hier mal unter System schauen und dann unter Info, sehen wir i5 5200U, 2,2 GHz, 8 GB RAM. Finde ich ganz interessant, dass beim Desktop die fünfte Generation übersprungen wurde, weil das es die bei den Notebooks gab. Finde ich ganz witzig. Dann machen wir doch mal mit dem nächsten weiter. Weiter geht's mit dem Eimer hier. Der wurde ausgemustert. i3, siebte Gen. Nicht mehr Windows 11 fähig offiziell. Aber das läuft auch hier drauf. Auch hier habe ich einen Datenträger wieder eingebaut. Das ist eigentlich schon fertig gemacht für eine Bekannte, die ein Notebook haben wollte. Und da passt das doch eigentlich ganz gut. Schon mal grundmäßig eingerichtet, dass hier alles passt. Ist auch halbwegs schnell. Jetzt braucht es natürlich einen Moment, weil es gerade hochgefahren ist. 250 G7. Und wenn man hier mal unter Info schaut, haben wir auch hier einen i3 7020U, 2,3 GHz, 8 GB RAM. Ist doch eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Auch einmal sauber gemacht in dem Zuge, den Kram. Das ist von HP, nämlich ein bisschen assi, weil die haben Schrauben versteckt. Wenn man nämlich mal unter das Gerät drunter schaut, sehen wir, hier sind ein bisschen wenig Schrauben drin, habe ich das Gefühl. Aber wenn man diese Gummifüße hier abzieht, da sind nochmal Schrauben drunter. Auf der Unterseite nehme ich 4 und hier oben 3. Und da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber ich schaue mir grundsätzlich, bevor ich Notebooks zerlege, einmal so ein Teardown-Video auf YouTube an. Und dann sieht man eigentlich schon ganz gut, worauf man achten muss, dass man keine versteckten Schrauben übersieht und dementsprechend auch nichts kaputt bricht. Zu dem Gerät hier, da gehe ich dieses Video noch nicht drauf ein. Ich kann es nur einmal anteasern, weil da kommt noch ein gesondertes Video zu. Ist von Fujitsu, ein Livebook, ist auch noch nicht sauber gemacht, wie man unschwer sieht. Das ist eigentlich noch ziemlich neu und Windows 11 fähig. Aber nein, ich habe das nicht geklaut, sondern das Gerät wurde ausgemustert. Ich weiß nicht, ob man das hier schon grob erkennen kann. Aber das wurde dann abgeschrieben. Aber da gibt es nochmal ein gesondertes Video zu. Dann hoffe ich doch mal, dass euch dieser PC-Alltag gefallen hat. Ich fand, es waren wieder ein paar lustige Sachen dabei, die ganz interessant waren.
Wie gesagt, es gibt jetzt wieder öfter Videos. Ich nehme jetzt hier auch direkt das nächste auf. Noch nicht zu dem Gerät, aber zu was anderem. Seht ihr dann. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Das kostet nichts und aktiviert dann auch die Glocke. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und lasst einen Kommentar da. Ich freue mich immer wahnsinnig gerne, die zu lesen. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.